Das römische Papsttum durch Krieg und Betrug groß geworden, durch Krieg und Betrug groß geblieben, hatte maßgeblich die Heraufkunft des Faschismus in ganz Europa gefördert und wurde dabei mit aller Intensität von den Bischöfen der verschiedensten Staaten unterstützt, vor allem natürlich von den Bischöfen der Achsenmächte, besonders von den Deutschen. Denn keinesfalls haben diese, wie man seither der Welt weismachen wollte und will, von Hitlers diabolischer Taktik getäuscht, ihm nur anfangs, nur 1933, gehuldigt. Im Gegenteil, in den folgenden Jahren, zumal aber während des Krieges, stärkten und stützten sie den Despoten erst recht. Zwar log einst, um einen statt vieler zu nennen, der CSU-Mann Richard Jäger, Vizepräsident des Bundestages und Justizminister der Adenauerzeit auf einem Katholikentag, so macht man Karriere, wäre unser Volk 1939 dem Wort der Bischöfe gefolgt, lägen unsere zahllosen Kameraden jetzt nicht im Grab. Doch was sagten denn da die Bischöfe dem deutschen Kanonenfutter? In dieser entscheidenden Stunde schrieben sie gemeinsam im September 1939, also genau zu Kriegsbeginn, ermutigen und ermahnen wir unsere katholischen Soldaten, aus Gehorsam zum Führer ihre Pflicht zu tun und bereit zu sein, ihre ganze Person zu opfern. Schloss der Politlügner daraus, legen unsere zahllosen Kameraden jetzt nicht im Grab? Oder woraus sonst? Denn Gehorsam gegenüber Hitler, dem Monsterverbrecher, die Pflicht tun, die ganze Person opfern, dies war ja der Tenor so gut wie aller ihrer Hirtenbriefe und Bistumsblätter. Und dies alles hatten die Vorgänger der Bischöfe, die heute so viel von Christianisierung schwätzen, von christlichen Werten, vom Schutz des keimenden Lebens, dies alles hatten sie doch mit den Nazis zusammen vorbereitet und möglich gemacht. Denn nie protestierten die deutschen Bischöfe unter Hitler gegen ihn und ein System, mit dem er die halbe Welt ins Unglück stürzte. Das störte sie nicht. Das stützten sie. Schon 1934 zum Beispiel schrieben sie wieder in Corbere am 7. Juni, in unserem katholischen Jugendwerk schulen und begeistern wir unsere jungen Männer und Frauen, damit sie zu nützlichen und zuverlässigen Gliedern der Kirche und des Staates heranwachsen. Der Weltkrieg ist Zeuge dafür, wie gerade auch katholische Jugend begeistert und in religiöser Opferbereitschaft ihr Leben für das Glück des Vaterlandes eingesetzt hat. 1935, als der Freiburger Erzbischof Konrad Gröber, der braune Konrad, förderndes Mitglied der SS, in einem eigenen Opus die Staatstreue der Katholiken durch die Jahrhunderte belegte, erinnerte auch der Regensburger Bischof Buchberger wieder einmal an die Heldendaten der Katholiken im Ersten Weltkrieg, die sich von niemand übertreffen ließen. 1936, als der Münchner Kardinal Faulhaber, Speichellecker von Kaisern, Königen und Diktatoren, den Heroismus der Faschisten im Spanischen Bürgerkrieg beschwor, feierte auch der große Widerstandskämpfer Bischof Graf Galen Hitlers Soldateska namens der treu deutschen Katholiken seines Sprengels als Schutz und Sinnbild deutscher Ehre und deutschen Rechtes. Und derselbe große Widerstandsheld Galen autorisierte dann ja auch 1938, ein Jahr vor Ausbruch des bisher schlimmsten Infernos der Geschichte, den Fahneneid auf Hitler, worin der Wille des Führers als Wille des Volkes und das Wehrdienst leisten müssen zugleich als eine religiöse Bindung und Verpflichtung ausgegeben wurden und worin es hieß, was Frost und Leid, mich brennt ein Eid, der glüht wie Feuer brennende durch Schwert und Herz und Hände, es ende drum, wie's ende, Deutschland, ich bin bereit. Kurz,
Das Verbrechen des Zweiten Weltkrieges haben diese Bischöfe mit ermöglicht. Und wer Jahrhundertverbrecher an führender Stelle unterstützt, ist selbstverständlich selbst Verbrecher. Und sie standen Hitler ja auch im Krieg bei, eher noch mehr. Sie schürten seine Hölle, sie pulverten seine Soldaten zum Durchhalten auf, sie feuerten sie zum Kämpfen an, das heißt zum Töten. Bischof Kaller von Ermland sah sie dabei durch die heiligen Sakramente gereinigt und gestärkt. Mit der Kraft Gottes werdet ihr euch einsetzen für Führer und Volk, werdet ihr bis zum Letzten eure Pflicht tun. Mit der Kraft Gottes für den Teufel, jawohl. Bischof Matthias Ehrenfried von Würzburg drang auf Einsatz für Hitler mit der ganzen Persönlichkeit gemäß den Mahnungen der Heiligen Schrift. Bischof Michael Buchberger von Regensburg forderte jedes Opfer, auch das Opfer des Lebens. Bischof Proll von Rottenburg verlangte, siegreich zu kämpfen oder mutig zu sterben. Der Oberhirte von Meißen wollte wahre Helden sehen, der von Hildesheim bat Gott, dass er Hitlers Heeren seinen Engel schickt. Der Feldbischof Rakowski beschwor, das leuchtende Bild eines wahrhaften Kämpfers, unseres Führers und obersten Befehlshabers. Und der stellvertretende katholische Armeebischof Wertmann, dann wieder in derselben Funktion lange in der Bundeswehr tätig, schrie noch 1945, vorwärts, christliche Soldaten, auf dem Weg zum Sieg. Erhoben doch sogar noch damals, noch 1945, viele Prälaten ihre Stimmen für Hitler und für seine Ordnung, als ungezählte Städte längst in Schutt und Asche lagen und ungezählte Menschen schon längst im Massengrab. Doch nicht nur einzeln, auch gemeinsam traten die deutschen Bischöfe, selbstverständlich auch die protestantischen, immer wieder für Hitler und seinen Krieg ein. Wollten sie diesen, so im September 1939, durch Gott zu einem gesegneten Erfolg geführt sehen. Entsprach doch dies bislang grauenhafteste Gemetzel aller Zeiten, so ihr gemeinsames Hirtenschreiben vom 26. Juni 1941, dem heiligen Willen Gottes. Und schon am 10. Dezember 1941 bekannte der deutsche katholische Episkopat erneut, wir haben immer wieder und noch im Hirtenbrief des Sommers unsere Gläubigen zu treuer Pflichterfüllung, zu tapferem Ausharren, opferbereitem Arbeiten und Kämpfen im Dienste unseres Volkes in schwerster Kriegszeit eindringlichst aufgerufen. Eindringlichst. Und immer wieder. In hunderten von Bischofsblättern aber geschah das Gleiche. War doch überhaupt während des Krieges die katholische Presse ein aktives Instrument des Propagandaministeriums von Goebbels, in dessen Reichspressekammer ja auch ein katholischer Geistlicher als Abteilungsleiter saß, Walter Adolf, der Chefredakteur des Berliner Bistumsblattes. Schlechthin alles, was sich an Christkatholischem für das große Schlachten ausspielen ließ, wurde ausgespielt. Man zählte die Orten her und renommierte mit seinen Frontsoldaten. Man registrierte sorgfältig die eigenen Blutopfer, die der sogenannten Weltpriester oder der Steiler Genossenschaft des göttlichen Wortes etwa oder der Kolbingssöhne. Als Helden haben sie sich bewährt, wir danken ihnen und richten uns auf an ihrem Beispiel. Ja, alles wurde vorgebracht, von den Lebenden bis zu den Toten, den Soldaten bis zu den Nonnen, die sie pflegten, von der Kommunion bis zur Caritas, vom germanischen Glauben bis zum christlichen, von der heiligen Fastenzeit über eine vom Episkopat empfohlene Opfer- und Nüchternheitswoche bis zur Mutter des Herrn. Mit allem mobilisierten sie Hitlers Krieg. Und nun lügt man uns schon fast ein halbes Jahrhundert das Gegenteil vor. Zum Heulen mit den Wölfen kommt
die Heuchelei.